Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum... Was halte ich eigentlich in den Händen? Das hatten wir doch neulich erst. Ist das eine Duplexbremse? Ja, ich habe auch ein Déjà-vu und ich muss gerade mal gucken, wofür ist denn die eigentlich gedacht? Aber hier oben sieht es im Vergleich zu der anderen ja schon mal anders aus. Ja, ihr seht richtig, es dreht sich hierbei um die Duplexbremse für die Schwalbe, denn die wurde unheimlich oft gefragt. Aber bevor wir euch jetzt damit quälen, hier nochmal den Theorieteil durchzukauen, verweisen wir mal auf das Video von der S51, denn das Funktionsprinzip ist hier einfach das gleiche. Wir überspringen den trockenen Theoriepart und machen uns direkt an den Einbau. Ganz original ist diese Bremse auch nicht mehr, aber das soll uns hier nicht weiter stören. Während wir als erstes hier unten die Bremse aushängen, solltet ihr das bei dem innenliegenden Bremshebel oben am Lenker machen. Der Bautenzug kann dann auch schon herausgezogen werden. Oben durch den Kotflügel geht es etwas schwerer. Helft dort gerne etwas nach. Als nächstes wollen wir natürlich die Ankerplatte der Bremse tauschen. Dazu lösen wir die Verschraubung der Achse und entnehmen diese dann. Wie so oft nutzen wir die Gelegenheit, um gleich ein paar Wartungsarbeiten durchzuführen. Kontrolliert vor dem Einbau auch nochmal die Duplexbremse. Die beiden Bremshebel müssen parallel zueinander stehen. Auf der anderen Seite schauen wir uns die Stellung der Nocken an. Beide sollten glatt an den Belägen anliegen. Diese kleine Fehlstellung muss korrigiert werden. Das können wir an dieser Stange machen. Sie sollte im Ruhezustand locker beweglich sein. Schaut auch, dass die Hebel gut festgeschraubt sind. Alles ausgebaut, alles vorbereitet. Doch bevor wir jetzt anfangen, irgendwas wieder einzubauen, sollten wir uns lieber um eine ganz bestimmte Sache kümmern, die sehr fummelig ist bei der Schwalbe. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn. Es geht um den vorderen Bremszug und den gibt es bei der Duplexbremse in zwei verschiedenen Ausführungen. Wir haben ihn hier mal wieder in einer etwas dickeren und verstärkten Variante. Und je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, unterscheidet sich der Einbau ein bisschen. Doch, da schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr euch für die normale Variante beim Bautenzug entscheidet, haltet ihn grob neben das Schutzblech und richtet das Schongummi einmal so aus, dass es ungefähr auf der Höhe des Loches im Kotflügel ist. Ölen braucht ihr diese nicht, sie sind Teflon beschichtet. Jetzt kommt ein Punkt, der sehr knifflig werden kann. Der Zug muss hinter dem Träger entlang und dann oben beim Kotflügel durch das Loch gefädelt werden. Dabei kann man auch schon mal die Geduld verlieren. Da dies von unten nur sehr schwer funktioniert, macht euch lieber die Mühe und löst die Lampenmaske. Da wir dabei einen Kurzschluss verursachen könnten, werden wir im Vorfeld die Batterie abklemmen. Den Kotflügel decken wir ab, um keine Kratzer zu verursachen. Alle vier Zierschrauben werden dann entfernt. Und die Lampenmaske kann vorsichtig nach vorne gezogen werden. Achtet dabei darauf, keine Kabel abzuziehen. Den neuen Bautenzug können wir oben am Hebel einhängen. Dazu muss die alte Einstellschraube entfernt werden, denn die neuen Bautenzüge haben diese fest montiert dabei. Jetzt kann der neue Zug durch den Kotflügel gesteckt werden. Er soll dann nach hinten in den Kotflügel verlegt werden. Sollte das Gummi nicht gleich an seinen Platz wollen, schmiert es ein und helft mit einem Schraubendreher nach. Wenn ihr euch aber für den verstärkten Bautenzug entschieden habt, bleibt euch das erspart. Dieser passt nicht durch das Loch oben am Kotflügel und muss deshalb außen entlang geführt werden. Im unteren Teil des Kotflügels wird der Bautenzug dann vor der Schwingenlagerung geführt. Ist er dahinter, sitzt der Zug unter Spannung und passt nicht mehr. Wenn alles verlegt ist, können wir die Lampenmaske wieder befestigen. Die Duplexbremse kann nun in das Rad gesetzt werden. Die Schwinge wird zwischen Hebel und Haltebolzen geführt. Der Bolzen muss auch wieder in die entsprechende Öffnung an der Schwinge. Die frisch eingefettete Achse wird eingesetzt, aber noch nicht festgezogen. Um das zu machen, müssen wir den Bautenzug einhängen. Doch zuvor müssen wir eine extra Feder auf den Zug schieben. Dann kann der Zug vorne eingehangen werden. Schiebt die Feder vor und hängt den hinteren Teil des Zuges ein. Die Bremse kann nun unten an der Stellschraube und oben eingestellt werden. Betätigt und haltet sie fest, während ihr die Achse anzieht.
Zum Schluss bleibt eine Frage offen. Wie sieht es denn aus mit der Zulässigkeit, Chris? Tja, leider ist sie derzeit noch nicht zugelassen, obwohl es eine deutliche Verbesserung der Bremskraft ist. Allerdings gibt es Einzelfälle, wo die gute Bremse nämlich schon mal eingetragen wurde. Das soll aber nicht Thema sein. Wir wollen von euch jetzt wieder wissen, habt ihr schon Erfahrung mit der Duplex? Habt ihr schon Erfahrung mit der Duplex an den KR-Modellen? Und habt ihr vor, sowas einzubauen? All das gerne mal in die Kommentare. Und an dieser Stelle bleibt eigentlich wie immer nur noch eine Sache. Bis zum nächsten Video. Ciao.